Bin dran, bin dran, bin dran. Ab in den Osten, ab in den Krieg. Muss aber meine Truppen jetzt trainieren. Die müssen aber automatisch irgendwann auch ihre Fähigkeitenpunkte erhalten. Was leuchtet mir eigentlich mit der Quest die ganze Zeit? Das triggert mich. Es triggert mich, dass ich das Ausrufezeichen nicht wegkriege. Das seht ihr ja gar nicht die ganze Zeit. Aber warum ist dieses Ausrufezeichen da? Ich kann es nicht wegmachen. Das ist schrecklich. Überall sind Häkchen dran. Ich kann es nicht wegmachen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das triggert. Das ist schrecklich hier unten. Gut, dass ihr das nicht seht. Sonst hätte ich schon die ganze Zeit die Kommentare. Klickt das mal an, das muss weg. Ja, ich würde das auch gern, dass es weg ist. Könnt ihr das nachempfinden? Könnt ihr es gerade nachempfinden, dass das schrecklich ist? Es hat die ganze Zeit so ein Ausrufezeichen. Hallo! 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 Und will nicht weg. Postet drüber. Es geht nicht weg. Schrecklich. Ich kann das ja ignorieren, aber jetzt weiß ich, dass es nicht weggeht. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Es geht nicht weg. Ich habe die ganze Zeit hat es da geleuchtet, aber ich konnte ja auch meine Truppen aktualisieren. Da habe ich mir gedacht, ich mach's dann irgendwann weg. Jetzt ist es schlimm, ich weiß, dass das nicht geht. Ich brauche Bogenschützen, liebe Leute. Normale Rekruten, wenn es geht. Kühe für 62, ist relativ günstig. Ah. Ah. Kannst du das noch ignorieren? Ja. Kommt dann stoßweise. Kommt dann stoßweise, dass mich das aufregt. Wo ist das denn hier auf dem Berg? Lietzen. Das liegt ja so richtig auf dem Berg. Rohseide. Hau! Hau, 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 hau! Wie teuer ist mein Trupp eigentlich? 489. Na toll, jetzt haben sie es erobert und ich konnte nicht mitmachen. Der Rückzugsort. Hey, hier kann man in Rente gehen. Dorfbewohner, Castors Trupp. So viel Infanterie. Nebelmoor sagt sich, ein Moment, da sind Leute nackig unterwegs. Die werden jetzt erstmal versappt. Vielen, vielen lieben Dank, Nebelmoor. Guckst du gerade oben, wer alles kein Zappert und verschenkst du gerade? Vielen lieben Dank für schon drei weitere verschenkste, laute, mächtige Tabs. Rino, magst du Malzbier? Ja, ich gönne mir gerade Knabe Malz. Das kenne ich. Kenn ihn. Ich weiß, dass er das hat. Das ist auf deren Trikots drauf. Kann nur sagen, mega geil. Oh, bin mal gespannt. Ich mag Malzbier nämlich sehr gerne. Die haben so nett gepostet. Heutiges Kontingent war ei. Weiter nett sein ist nicht nützlich. Leute, nicht mehr nett sein. Jetzt dürft ihr unfreundlich sein. Jetzt geht's nicht mehr um den Zap. Das wusstet ihr vorher schon. Mist. Die wussten das bestimmt. Sind nur deswegen nett gewesen zu mir. Die 78 hätte ich jetzt gern geschlagen. Baut er sich gerade eine Armee auf? Ja. Oh. Stop there. Yes! Who are you? Ja! Wir befinden uns im Krieg. Sehr gut. Was hat er für Truppen? Infanterie, Fernkämpfer. Sehr gut. Da kann ich meine Truppen trainieren. Da geht der Gegner. Okay, wenn er nicht vorangeht. Bei so wenig Bogenschützen packe ich die in einen Trupp, ganz ehrlich. Normalerweise packe ich die ja in zwei Trupps, aber wenn wir so wenig Bogenschützen haben,
Da lohnt sich das ja gar nicht. Achso. Da haben wir's, da haben wir's, da haben wir's. Und du. Nee, du musst eigentlich hier rein. Und ich gehe da rein. Die werden bestimmt nicht voranlaufen, oder? Einmal rein, einmal rein, einmal rein, einmal rein. Footmen! Forward! Four machine cavalry! Bowmen! Move! Stand up! Troops! Forward! Cavalry! Ab, zurück! Move! Zurück, 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 zurück! Ihr berittene Bogenschützen hier hin. Kavallerie an die Seite. So, ihr schießt schon mal. Macht das Ding zu. Geht näher ran. Einmal durchsensen, bitte. Man kann chargen auf eine Truppe. Man kann chargen. Sorry. Man kann chargen auf eine Truppe sagen. Man kann charge auf eine Truppe sagen. Riders, move. Na, endlich was sinnvoll. Also, das ist ja richtig sinnvoll. Ja, die imperialen Rekruten haben halt kein Schild. Pech gehabt. Ihr rückt langsam vor. Gegen die da bitte. Nein. Alle da rein bitte. Zwei auf einmal. Nächster. Danke. Ja, imperiale Rekruten ist in Ordnung, wenn ihr die hier verliert. Wenn wir die verlieren, ist es ja. Aber zumindest haben wir hier mal alles. Allerdings hauen die feindlichen Briten im Bogenschützen so gerne zu ihrer Infanterie ab, was dann wieder gefährlich für deine Reiterei ist. Das habe ich ja gerade gesehen, deswegen bin ich ja da rausgegangen. Oh, ich finde es herrlich, dass du mal sagen kannst, bitte auf diesen Trupp gehen. Dass sie diese Funktion nicht schon lange drin hatten. Leute, der direkteste Weg ist nicht immer der schnellste. Nur 8 Truppen verloren, davon 4 Rekruten und 4... 8 Rekruten! Absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Ich hab nichts gegen den Clan. Und irgendwann brauche ich Leute auf meiner Seite. Steht euch frei zu kämpfen.
Is that you? Am I free? Ivan, seid ihr das? Bin ich frei? Hab ich gerade jemanden befreit? Ah, Alak! Was das denn cooles? Ey, das hatte ich auch noch nicht. Seid ihr das? Ich bin dankbar. Ihr müsst mir nicht danken. Du schuldest mir was. Ich wusste das. Ich bin nur für dich gekommen. Was sage ich? Wer würde sagen, ihr müsst mir nicht danken? Eins. Wer sagt, ihr schuldet mir was? Zwei. Was passt zu meinem Charakter? Xenos, einen wunderschönen guten Abend. Wenn du gute Gefolgsleute hast, die in den Taktik sind, in deinen eigenen Trupp empfiehlt sich die... Ja, hier die Command, dass man übernehmen soll. Dass die Generals sollen Troops under Command. Das sollte man auch mal machen. Das kann man, glaube ich, bei guten berittenen Bogenschützen machen. Ihr müsst mir nicht danken. Verhältnis zu Skoldar Boda um 13 gestiegen. Oh. Jawolli, Dolly. Guckt euch das mal an. Ordentlich Truppen. Oh, Milizspäne, die will ich nicht. Na, das hat sich ja mal richtig gelohnt. Und jetzt haben wir doch Rekruten bestimmt, imperialer Rekrut ab zu Bogenschützen werden. Ja, flandianische Rekruten ist in Ordnung. Ich hätte zwar lieber Bogenschütze, imperialer Bogenschütze hier. Du brauchst ein Schild. Du kriegst ein besseres Schild. Du wirst zum Axtkämpfer. Ja, wenn wir schon Bogenschützen haben, die brauche ich ja nicht so viele, dann brauche ich gute. Ja. Oh! 2280 Erfahrungspunkte an die Truppen, das könnte ich auch mal machen. Schöne Sachen, schöne Sachen. Du hast, glaube ich, das ist besser. Du hast deutlich bessere Handschuhe dann. Du auch, aber du kriegst erstmal besser. Ah, oh, sieht viel besser aus als diese lange. Skadi, einen wunderschönen guten Tag und vielen lieben Dank für 17 Monate Unterstützung. Einen wunderschönen guten Abend. Nein. Oh, ich dachte, ich bin ungeordnet. Jetzt könnte die Armee auf mich zukommen. Nee, das ist... Ausrufezeichen Mod. Okay, das hat sich gelohnt. Ich sag ja. Den Jawall, das ist, wenn du dir die Truppen selber erlegst, das hat sich richtig gelohnt. Das war attraktiv und lecker. Und immer waren sie warm und lecker. Ah ja, ich sollte runterscrollen, habt ihr gesagt, ne? Auch runterscrollen bringt nichts. Das Ausrufezeichen bleibt. 10 anfängliche Kampfmoral, wenn du ihr einer laufenden Schlacht von Verbündeten dazu stößt. Ersatztruppe. Ausstrahlung. Wie viel Ausstrahlungswert haben wir bitte bekommen? 9. Ich hab. Und wie hoch ist deine Ausstrahlung? 69. Ein Ansehen und ein Anfluss für jede gelöste Aufgabe. Einfluss, Zuwachs aus Schlachten. Ja, bitte, ich bin Kriegsfürst. Titel lesen wäre zu einfach gewesen. Es ist auch zu einfach. Scully. Scully doesn't know that the mod is in the title. And Scully doesn't know. Oh, Scully doesn't know. Don't tell Scully, Scully doesn't know, Scully doesn't... Ich könnte den... Ah, lock ihn mal an. Lock ihn mal an.
Jetzt ist die Frage, wenn ich in die Schlacht gehe, sind die anderen auch dabei? Wenn ich jetzt in die Schlacht gehe, bei der Entfernung, müssten die anderen drin sein, oder? Das ist jetzt mal eine rein... Das mache jetzt einen Speicher an einem, das zu wissen, was für eine Entfernung das sein muss. Ich meine, die anderen müssten bei der Entfernung drin sein. Halt! Before we fight, I would know your name. Ich bin Ivan und ich bin derjenige, der angreift. Ich werde bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Sind wir jetzt im Angriff oder in der Verteidigung? Zudis kann hinten bleiben. Auch ne, nicht im Dunkeln. Auch ne, nicht im Dunkeln. Ich mag Dunkel nicht. So, Leute, geht vor. Wir gehen zur Seite. So, Jungs, wir bleiben hinten. Sind ja nicht so blöd. Wir haben ja noch recht frische Truppen dabei. Die Rekruten müssen noch ein bisschen üben. Wir machen uns dann einfach von der Seite ran. Wer trinkt denn seine Kavallerie da durch den Wald? Ich bin der Kriegsfürst, Kavallerie, durch den Wald. Und ihr wundert euch, dass ihr gegen die Flandianer so viel Kriege verloren habt. Wo ist der Rest von meiner Truppe? Das waren ja nur Rekruten. Was ist das für ein Einprügeln auf dem... Was war das denn? Leute, das ist ja hier... Habt ihr euch mit dem Kindergarten angelegt oder was? Davon war ich 11. Bin ich nicht offiziell der... Wollte gerade sagen, ich bin doch jetzt offiziell der das alles angeführt hat, oder nicht? Bin ich jetzt nicht offiziell der... haben wir hier? Ja komm, Wigler-Rekruten, imperialer Bogenschütze. Wie? In Rekruten, ach da, 1, 2, 3. Gefällt mir. Hast du schon mal probiert, ein Kleinkind den Lutscher zu klauen? Ich noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die dich kratzen wollen, du, da hast du bald keine Augen mehr. Und meine Tochter sagt, ich den alleine Zähne putzen, da kann ich ja sagen, die Zahnbürste kriegst du nicht. Ja, ist einfach, nur das Geplärre ist schlimm. Eigentlich eine gute Idee. Wer rechnet damit, dass die aus dem Wald kommen? Du steuerst nur deinen Trupp und die KI die andere. Jetzt steuerte ich nur meinen Trupp, weil es war nicht meine Armee, richtig. Wenn ich der Armee beitreten würde, würde ich nur mich steuern und die meine Einheiten. Jetzt gerade bin ich aber als Eigenständiger unterwegs. Also ich könnte jetzt... Oh, bei so wenig Verteidigern opfere ich meine Leute diesmal nicht, oder? Oder gehe ich in die Armee? Ach komm.
Das Blöde ist, dass sie dann... Das Ding ist, wenn ich halt in der Armee bin, kriege ich mindestens einen Bonus. Da kriege ich den Bonus und das Ansehen dazu, sonst zählt das nicht immer dazu. Oh, irgendeiner will überlaufen. Wer? Oh, ist okay. Ich habe nur ein bisschen wenig Bogenschützen. Ihr greift schon an! Alles klar! Rein da! Also bisher habe ich mich anscheinend doch immer auf die richtige Seite. Oh, tolle Stadt. Mir ist scheißegal, wo du mich reinschickst. Kann mein Pferd? Ja, mein Pferd kann mindestens wieder schnell laufen. So, jetzt schreibt mal jeder eine Zahl rein, wie viele ich erledige. Wie viele erlege ich? Mal sehen, wer am nächsten dran ist. Aua. Null ist auch eine Antwortmöglichkeit. Gut, die wäre nicht mehr drin. Schaden, was soll das? Huch! Mann. Autsch. Da musst du dich ja wegziehen. Da guckt den Kopf zu viel raus. Ach Mann. Pfeile suchst, du hast da welche im Körper stecken, meinst du? Ich habe keine gesehen.
Ich hab noch einen übrig. Oh, lass den mal hier, ich geh vor. Hey, guck mal, hier, guck mal. Das nennt sich Style. Das ist Fashion. Das ist Fashion hier. Wer keinen Pfeil hat, das gilt als uncool. Siehst du, alle haben Pfeile. Das ist Fashion-Mode hier. Denken die, das machen wir extra, damit man cool aussieht. Ich geh mal in die Stadt. Vielleicht versucht ja irgendeiner abzuhauen. Ah. Noch auf dem Katapult drauf. Wer ist denn da so blöd und bleibt dann da hinten? Wenn das meine sind, gibt's aber Ärger, ne? So, mal sehen, wie viel es waren. Was waren eure Schätzungen? Oh, viel. Es waren am Ende 20. Geschätzt wurden. Rolli hat genau getroffen. 32, 22, 0. Sekunde, vielen Dank. 12, 12, 17, 12. Mirko, habe ich eigentlich den Mirko? Habe ich sein Lied gesungen? Ich habe ihn gehört. Hallo, Mirko. Emil Leuchter, minus 2. Was ist denn jetzt? Minus 2 Leuchter. Dankeschön für minus 2. Bitches hat 6 gesagt. Lief doch gut. Langsam mal etwas AP-Regeneration, hast du? Piekse Helm ist aber auch genau für den Leitersteigen gedacht. Rammst du mit dem hinter, damit er schneller klettert. 7,5 Ansehen. 13,6 Einfluss. Oh, das klingt kalt. 17% der Beute. Aber auch Verluste. 14. Dafür aber einen starken Ruß, guten Bogenschützen, guten berittenen Bogenschützen, berittenen, dich nehme ich auch, 3-8 Gefangene und imperial geübter Bogenschütze, sind meine ganzen Rekruten gestorben oder haben die nicht gelevelt? Vermutlich haben die nicht gelevelt. Imperialer Rekrut nehmen wir mit. Die kann ich halt nicht trainieren. Bin gleich wieder weg. Heute Nacht um 2 geht's in den Urlaub. Oh, wo geht's denn hin? Verringerter Moralschock. Das Schiffskoch. Vielen Dank für den Follow. Die Rhino-Horde grüßt dich. Laut, mächtig und inbrünstig. Na, Djerba. Wieder Familie. Das ist Familie. Familienurlaub. Wenn ich das mich richtig erinnere. Wurde von einer Armee angenommen. Bladis, auch dir vielen lieben Dank. Stadt betreten. Familie ist Bosnien, okay. Du warst aber schon mal dann in Djerba. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig ausspricht. Ich erinnere mich, dich mit diesem Namen irgendwie schon mal in Verbindung gehabt zu haben. Oder bin ich da falsch? Irgendwie kommt mir dass der Name so bekannt vor. Kann auch sein, dass ich da vollkommen daneben liege. Ding, ding, ding. Achso, ich hab doch von so viele. 1, 2, 3, 1, 2. Weg damit. Ja, die letzten Jahre mindestens einmal. Okay, dann hab ich mindestens den Namen schon mal gehört gehabt. Standarte des Moods ist schon ziemlich. Gut, warum habe ich das eigentlich gar nicht mitgenommen? Kann ich euch allen eigentlich eingeben? Gefangene verkaufen, Rino, nicht vergessen. Ja, ein paar sollen auch überlaufen. Bei ein paar will ich ja, dass sie überlaufen. Hier hätte ich einen Vogt. Und Mediziner! Ist mir Jacke wie Hose. Ihr kommt zum Wesentlichen, ich brauch dich. 421. Kriegst du auch für Halle, Grant. Deine Geschichte ist mir egal. Hauptsache, du kannst Wunden versorgen. Wirklich. Was kannst du eigentlich?
Einhandkampf. Bisschen. Okay. Kriegen wir hin. Plus 5 Truppgröße. Präzisionsmalus von Bögen mit Reittieren aus. Ja, berittenes Bogenschießen bitte. 4 Schaden mit Nahkampfwaffen. Mächtig. Fokus. Fokus, Fokus. Bisschen intelligenter sind wir schon geworden. Einhand, ne? Konnte der reiten, weiß ich gar nicht. Bitteschön. Dich will ich nicht. Da komm, wir machen nur die Bogenschützen. Den Rest lebe ich eigentlich weg. Milizbogen. Ach, Brustschütze, geh weg. $48.000 vom Gewicht her. Wir haben Wien erobert. Gast, einen wunderschönen guten Tag. Dein Gedächtnis funktioniert noch gut. Ja, das ist... Wie gesagt, der Unterschied von gestern zu heute ist echt... Ich finde das manchmal Wahnsinn. Dass eine Nacht guter Schlaf wieder ausmacht, das ist herrlich. Und echt mal wieder denkt, ja, ich habe gut geschlafen, ich bin ausgeschlafen. Lag aber auch daran, dass wirklich am Montag... Wenn es dir eigentlich gut geht und es irgendwie einen Tag von 6.20 Uhr bis 22 Uhr geht... Bist du doch irgendwann Beschmischugge im Kopf. Ich hab gestern so viel Blödsinn erzählt, glaube ich. Weil ich versucht, einen Satz zu sagen, hat nie geklappt. Bist du das schon wieder? So, Leute. Wir wollen ja hier gerechte Verhältnisse haben. Los! Ich will auch noch einen. Ich bin der Schnellste! Ich habe auch das beste Pferd, stimmt ja. Mist. Leute, lasst mich doch kämpfen! Eine gute Statistik, oder? Von 42 war ich 7. Bei 593 Leuten? Nicht schlecht. Nehme ich. Der Rekrut, ja, Bogenschütze. Infanterie. Ja, komm. Machen wir mal richtige Truppen hier draus. Oh, Legionärshelm. Du siehst doch aus wie einer. Du könntest das gut vertragen. Das sieht doch ganz klasse aus. Gewichtmäßig passt es noch. Also dafür hat es sich echt gelohnt, dieser kleine Angriff. Ich komme nur meinem Ziel nicht näher. Außer ich habe Ausstrahlung, gut, das ist ja wichtig, um Leute irgendwann zu überzeugen. Nur wie wir in diese Richtung kommen, das frage ich mich gerade. Wie kommen wir dazu, einen eigenen Clan, ein eigenes Land zu machen?
Weil ich sehe kein Land, wo ich angreifen kann, potenziell. Aber man braucht für ein eigenes Königreich auch ein bestimmtes Level, oder? Man braucht ja eh ein bestimmtes Level. Venezia? 513 Verteidiger. Clan Rang 4, ne? Muss ich noch ordentlich lang... Ja, hebt die Belagerung auf. Wollte gerade sagen, das ist ganz blöd. 826. Oh oh. Oh oh. Das könnte jetzt... Ich will meine Truppen nicht verlieren. Ich will meine Truppen nicht verlieren. Ich will meine Truppen nicht verlieren. Nicht meine 99 Truppen. Ich bin der Zweite. Ich bin das Mächtigste. Ich habe die meisten Truppen. Du kannst nicht mit Truppen umgehen. Und das sind Flandern. Nee, das sind. Was haben wir hier? 297 Infanterie. Was haben wir? 216. Okay, wir haben viel mehr Fernkämpfer als die. Ich habe ein bisschen Angst um meine Truppen. Besonders um meine berittenen Bogenschützen. Was machst du? Gehen wir rein. Und nicht in der Nacht kämpfen auch noch. Ach komm. Wir sind so überlegen. Wir sind so überlegen. Das wird Spaß machen. Ja, doch nachts. Ich hab volle Lebensenergie, okay. Ivan, was heißt zu Pferd plänkeln? Ich weiß nicht, was das heißt. Kannst mir auch sagen, geh ums Eck eine Runde pinkeln. Wüsste ich genauso viel, was ich tun soll. Valenza, einen wunderschönen guten Tag. Gegner. Ah, da. Stieh rein hier. 1, 2, 3. Putz. Nein, wie konnte ich ihn da daneben hauen? Mist, der gehört nicht mehr. Ein kurzes, weltweit unbedeutendes Gefecht austragen. Hab ich doch. 14 Gegner verschlachtet. 8 habe ich verloren. Was für welche? Imperiale Rekruten, okay. Rekrut, okay. Imperiale, was? Schade. Keine Ahnung. Läuft. Habe ich irgendeinen Gefangenen genommen? Sieht so aus. Wenn es so lange lädt, habe ich irgendeinen Gefangenen. Verhältnis 1. Itaria. Nette Frau. Bist du verheiratet? Lady ohne Mann. Euch steht's frei zu kämpfen. 31 Gefangene. Alle mal her. Trainiert. Imperiale Infanterie. Bogenschütze. Rekrut wird zu Bogenschütze. Flandianischer Rekrut zur Infanterie. Fußsoldat. Kann ich nicht kostenlos? Mach ich mal Flandianische Infanterie.
Du hast ein geiles Schild. Ja, bitte mit Schild. Schild. Bessere Bogenschützen. Wer will überlaufen? Oh, sehr gut. Imperiale Bogenschütze, noch ein Bogenschütze und eine Infanterie nehme ich auch noch mit. Haben wir gerade verloren. Ich hätte gerne so direkt, dass man hier steht, ob was stärker ist oder schwächer. Bitteschön. Das könnte auch besser sein als deine. Die sind genauso gut, okay. Wieder gute Pferde, Kühe. 123 Getreide, 55 Fisch. Wollte gerade sagen, das wird knapp von der Menge her. Haben wir viel zu essen. Ja, willst jetzt aber nicht Venedig einnehmen, oder? Du gehst jetzt nicht Venedig. Wollte gerade sagen. Du gehst jetzt nicht mit 522... Du, da rein. Da rein. Da rein! Die nicht sammeln lassen, rein! Bist du blöd? Da rein, sofort! Oh, es gibt ein besseres Ziel. Ja, da, den Gegner. Die Armee ist noch nicht voll. Stell... Oh, ja, ja. Läufst du gerade weg? Nicht weglaufen! Ja, jetzt haben sie die. Ja, jetzt haben sie es verstanden. Wollte gerade sagen, ey. Rein da. Rein, 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 rein. Das sind gerade Schlachten, die einfach nur Spaß machen. Schlachten, die einfach... Ach, lustig. Macht, was ihr wollt. Das sind ja meine. Nee, das sind meine, ne? Meine Mounted Archers. Scheiße. Da hat's mich einmal voll erwischt. Aua. Naja, ich bin Kommandeur. Das hab ich da gerade schon mitbekommen im Kopf. Wieder 8 verloren. Aua. Bitte ein paar kriegen. Na komm, wir müssen irgendwann mit euch gut stehen. Na, so viele haben wir nicht. Haben wir noch Stufe 1er? Ja, imperiale Rekruten raus. Euch rein. Den Rest durch. Kapazität überschritten, aber ordentlich, ne? Mache ich jetzt die anderen eigentlich auch langsamer? Die Frage ist, wie ist das eigentlich jetzt mit dem Tempo für die ganze Armee, wenn ich überladen bin? Mein Verhältnis steigt. Was habe ich denn gemacht? Nix. Finde ich immer schön. Reist nach Wien. Hey, perfekt, das, was ich wollte. Wahrscheinlich müsst ihr auch Sachen verkaufen, ne? Würde ich mal sagen. Das Gute ist, ich gewinne immer 30% der Trefferpunkte nach jeder. So, ich starte erstmal betreten. Handel. So, hier wird wahrscheinlich nichts irgendwie teuer sein. Auch Getreide geht für 9 geht das. Haben
haben wir sonst von irgendwas sehr viel. Fisch kann ich auch behalten. Dürfte vom Passen wieder von der Menge her, ne? Sackleinentunika. Abgenutzte. Braucht man nicht. Bums. Bisschen gucken, ob wir noch irgendwas Schönes gefunden haben. Schwere Bolzen brauche ich auch nicht. Dann lasse ich erstmal. Kamelsattel, leichter Harnisch, das haben wir, braucht man nicht. Das ist günstig, ne? 18.000. Gibt's den Trick eigentlich noch? Gut, so funktioniert nicht mehr. Da oben ist ein Knopf, da kann man alles verkaufen. Das weiß ich, Bremer. Kenn ich. Will die anderen Sachen, das ist eine Gefühlssache. Was ich behalten will. Ist einfach eine Gefühlssache. Was ich wirklich behalten will und dann habe ich es irgendwann, will ich es doch verkaufen und dann muss ich es bestätigen. Ist einfach eine Gefühlssache und dann guckst du auch so ein bisschen kurz drüber, vielleicht ist da irgendwas Cooles zwischen gewesen. Ist einfach nur so ein Blick da drüber. Den kenne ich. Ist eine Eigenheit von mir. Ich mag diesen Alles-Verkaufen-Knopf nicht. Das ist einfach meine Sache. Eigen sage ich mir da, nö. Nö. Da kann ich Zeit vergehen lassen, nicht wenn ich in der Armee, nicht wenn ich in der Armee bin, ne? Kämpfen alle in der... Kämpfen alle? Zwei kampferprobte Fürsten. Zählt die Armee nicht? Ach, ihr seid schon wieder losgegangen. Müssen wir ein bisschen Lebensenergie wieder gewinnen. Moin, ihr Rhinos. Fleißig am Schlachten. Gefällt mir. Premji, einen wunderschönen guten Tag. Was haben wir denn jetzt schon wieder gelevelt? Ach du grüne Neune! Och Gott, ich bin aber auch blöd. Ich sollte dann auch meinen Arzt einsetzen als Arzt, ne? Heilungsrate erhöht sich, der Helden erhöht sich um 37%, für Truppen um 75%. Wäre vielleicht klug gewesen. Jetzt haben wir ja einen guten Heiler. Aha. 5% Schaden in Steppen, Ebenen, Wüsten. Wenn Truppen gegen. 10% Schaden auf verschneiten und bewaldeten Gelände. Ja. Pänkeln! Können wir ja. Sicherheitsbonus von der Stadt regierten. Truppgrößenlimit plus 5. Autorität. Truppengröße. Ich bin autoritär. Ne, lieber 20% Chance, einen kritischen Fehlschlag zu vermeiden. Ja. Abgelegte Waffen werden an Truppen gespendet, was einen Erfahrungszuwachs zur Folge hat. Ne. Zweihändig. 50% Schaden gegen Reittiere, nein, danke. Schildbrecher. Mhm, ja. Belly, einen wunderschönen guten Tag. Nicht alles verkaufen, aber du kannst. Was er meinte nebenbei, Peter, was er meinte ist, dass du, wenn ich bestimmte Rüstung nicht verkaufen will, dann mache ich das hier. Und dann kann ich zum Handeln gehen, alles verkaufen und die Sachen bleiben drin. Das ist die Erklärung, was er meinte mit, ich will nicht alles verkaufen, du kannst dir die locken, die du nicht verkaufen willst. Und wenn du deine Schlacht gewinnst, drückst du einfach auf alles verkaufen und alles, wo du hier einen Punkt reingemacht hast, bleibt in deinem Inventar. Na, guck mal.
Na, guck mal, Bremer, da hast du jetzt jemanden im Spiel glücklich gemacht. Noch zwei Menschen glücklich gemacht. Das ist für mich auch so, dass ich es nie nutze. Ich weiß. Aber halt einfach nicht nutze. Weil könntest du auch die Tiere fertig machen und dann verkaufst. Entschuldigung, immer die Sattel und so, die du nicht brauchst. Wir verdienen so. Wir haben 20 Einfluss. Wir haben Söldnervertrag. Der Söldnervertrag lohnt sich auch richtig. Ach komm, mit 56% Leben, den mal zeigen, wer hier das Turnier gewinnen kann. Jetzt habe ich einen Spruch gebracht, jetzt verliere ich. Meine Frau. Da ist meine Frau! Doch nicht meine Frau. Hallöne miteinander. Hast du nur den Lemmy-Mod drin oder auch nur andere? Nur die Lemmy-Mod. Immer so ein bisschen nervös, wenn man weiß, man hat so wenig Lebensenergie. Man weiß ja, ein Speer kann es beenden. Ich habe kein Schild, stimmt ja. Wir sind weiter. Deswegen hasse ich Langbogen. Du hast 3 Jahre zum Zielen. Ach man, ich dachte, die gehen weiter. Ach man, ich dachte, der macht auf. Ich dachte, er macht sein Schild auf. Und jetzt gegen meine, mit der ich die ganze Zeit am Anfang gekämpft habe. Und jetzt, komm, einfach. Geht doch. Was haben wir eigentlich gewonnen? Ich müsste mal jetzt auf Platz 1 sein, oder? Jetzt erst. Genau jetzt. Das war mein Platz 1. Das habe ich mir doch verdient. Genau jetzt. Den alleinigen Platz 1. Panzerhandschuhe. Ah ja, hier. Hatte ich schon einmal. Danke, Dennis. Das läuft doch. Ich habe immer noch das Ausrufezeichen, was nicht weggeht, ne? Machen wir jetzt eigentlich in dem Krieg? Verhältnis wurde gesteigert. Weswegen? Habe ich dies zufällig? Okay, ihr holt euch Rekruten, macht Sinn. Ich muss mich ein bisschen heilen. Ihr wollt bestimmt überlaufen.
erstmal rekruten. Guck dir nur blöd. Lukons Armee. Ich meine, wie sieht's im Krieg aus? Eigentlich müsste der ziemlich vor uns laufen. Ja. Ja, zugefügte Verluste. Gesamtstärke. Gefangene. Hab ich noch Gefangene? Nee, hab ich alle freigelassen, stimmt. Was haben wir da? Dorfbewohner? Karawane. Wo geht der eigentlich hin? Ja, ich meine, dass ich vielleicht habe ich den an und hab's nicht mehr drin. Hab's vergessen, dass ich den drin hab. Nebenbei Ausrufezeichen Zusammenhalt fürs nächste Mal an dieser Armee. Zusammenhalt macht nämlich stark. Kannst du nicht ein paar Karawanen angreifen? Potenziell ja, aber ich... Ach ne, das ist ja wieder so weit, Lietzen, ne? Da musst du immer so... Sehr schön gemacht mit diesem riesigen Berg. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Guck mal, welches Königreich noch mit wem im Krieg ist. Wie sieht's mit Britannien eigentlich aus? Hey, Frankreich und England ist wieder im Krieg. Ist es schlimm, wenn ich im Krieg wieder aussteige? Dann kann ich mal gucken, wie da den Franzosen helfen gehen. Habe ich Liena verkauft eigentlich? Freigekaufen lassen? Aber dann mache ich doch lieber mit. Also ein Krieg, der mich ja gar nicht tangiert. Wieder mal so ein bisschen England. Wie sieht's denn aus da? Ihr verliert sogar den Buckingham Palace. Hat Flandia denn noch einen Krieg? Ah, Flandia hat schon wieder zwei Kriege. Ah, Flandia ist schon wieder mit dem westlichen Königreich plus. Aber ihr seid auch mit den Aserai. Ihr seid ja blöd, dass ihr immer hier zwei Kriege gleichzeitig führt. Einer an der Nordfront, einer an der Südfront. Also das würde ich ja nie machen. Auch wenn es da einen Rabatt gibt. Ganz ehrlich, auch mit Rabatt würde ich das nicht machen. War ganz schön witzig, oder? Wie gesagt, da musst du hier noch mal rüberschippern. Das musst du denen ja auch erstmal erklären. Was macht man denn? Weil die Franzosen würden schon wieder... Ihr habt wenig erwartet und wurde trotzdem enttäuscht, ja, von dem Witz. Ab nach Leipzig. Die Kriege sind ja jetzt schon sehr attraktiv, ne? Also Geld mache ich hier ohne Ende. Jetzt einfach nur wechseln. Mach ich mal gucken. Was für ein Witz. Nochmal. Ich habe den Witz gemacht, dass sich ein Zwei-Fronten-Krieg nicht lohnt. Auch wenn es einen Rabatt gibt. Weil die Stadt hier, im nördlichen Marokko, heißt Rabatt. Und ein Rabatt ist etwas, wenn du ein Produkt kaufst, wie zum Beispiel Holzkern- oder Löwenanteilprodukte. Und wenn du dann einen Code nutzt, wie zum Beispiel Rino, kriegst du einen Rabatt. Und da lohnen sich die zwei Fronten. Wenn du Holzkern und zum Beispiel Löwenanteil nimmst und dann die 10% sparst, ist das cool. Hier verlierst du eher was. Auch wenn du einen Rabatt kriegst. Guck mal, Witz gemacht und Werbung. Bam! Influencer-Leben. Und jetzt sag ich meiner Tochter kurz gesagt, ich bin ein paar Sekunden wieder da. Was für eine Überleitung. Marketing durchgespielt. Nett von dir, mal im Nürnberger Land vorbeizuschauen. Hey, ich werde demnächst im Nordbayern Urlaub machen. Guten Abend. Oh, ich komme mit der Bongo. Ich bin der Bongo-Karl. Wie gesagt, ist der Tag 10% besser. Du solltest beruflich was in die Richtung machen. Ach nee. Marketing, wer macht denn so einen Beruf? Du weißt ja, wo mein Anteil hingeschickt wird.
Dein Löwenanteil, ja. Kriegt ihr gerade sogar wirklich, also gerade habe ich macht Ausrufezeichen Löwenanteil, die haben heute eine neue Aktion, ins Leben geführt, die es nur über diesen Link gibt, die nur an Influencer ging, an uns. Die haben nämlich das vegane Gulasch eingeführt. Und ich habe es noch nicht probiert, von daher kann ich euch nicht sagen, wie gut es schmeckt, aber bisher sind alle neue Sorten, die sie eingeführt haben, sehr gut. Und wenn ihr über den Link geht, kriegt ihr zwei davon bei der nächsten Bestellung kostenlos dazu. Was? Ach, den Anteil, weil du gefragt hast, was für ein Witz. Ach so. Ich habe schon wieder eine Überleitung gemacht. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich bin hier der Überleitungsking vom Herrn. Sehr gut. Bogenschützen rein. Truppen einigermaßen viele. Fandianischer Edelknecht. Na, komm mal her. Langsam dürfte ich eigentlich. Kann man nicht. Gab es hier nicht eine Sortierfunktion? Hatten die nicht eine Sortierfunktion hier drin? Haben die nicht. Hatten die nicht mit einem Update eine Sortierfunktion reingepackt? Dass man nach Level oder sonst was sortieren konnte? Hatten die doch irgendwie. Gab es da nicht ein Update zu? Ah, da! So. Wusste ich doch. Irgendwo war was. Dass es da noch eine Sortierfunktion gab. Da haben wir dann die Bogenschützen. Ah, guck mal, da sieht man sogar hier. Guten Abend, Trilli. So, wie viel haben wir jetzt? 105 und davon 41 Fernkämpfer. Oh, dann haben wir eigentlich genügend. Ich habe irgendwie vergessen, dass wir so viele haben, jetzt wir den so langsam wohl einen Krieg wieder führen. Anscheinend geht es um diese Schlacht, das Stadt, hier, Schloss hier. Wir müssen aufpassen, dass ich jetzt nicht in eine Armee reinlaufe oder so. Pentos, wo geht's hin? Fiskirata. Maribor, das sagt mir irgendwas. Da war ich, glaube ich, auch. Maribor ist aber schon direkt an der Grenze, oder? Ist Maribor nicht direkt an der Grenze zu... Welches Land ist nochmal? Ich bin gerade blöd. Slowenien, ne? Ja, Slowenien. Ich meine nämlich noch, Maribor kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, da war ich schon. Na komm, mit zum Belagern gehen. Wie viel haben wir hier als... Hallo! 125 Verteidiger, dann können wir rein. Ach, ich kann der Armee nicht mehr beitreten. Dann schließe ich mich der laufenden Belagerung an. Da kann ich mich noch der Armee anschließen. Oh. Oh. Wenn die reingehen... Warum gehen die nicht rein? Warum gehen die nicht rein? Warum gehen die nicht rein? Okay, das ist gerade spannend, was da passiert. Sergeants in charge! Soldiers! Ihr bleibt hinten. Wir opfern uns hier nicht in dieser Schlacht. Wieso rennt mein Pferd nicht? Wie mag mein Pferd nicht laufen?
geht wieder in einem Tempo, da denke ich mir so, was ist denn los? Das schleicht sich hier einfach nur voran. Doppelt W. Peter, ich laufe doch die ganze Zeit. Shift ist nah, ranzoomen. Es läuft nicht los. Es läuft ja sonst los, aber es ist immer Belagerung. Ja, ich weiß, aber bei Belagerung stresst es ab und zu. Ich laufe doch sonst immer los. Ist ja nicht so, dass ich es sonst nicht mache. Es will bei manchen Belagerungen nicht. Frage ich mich, wieso. Ach, kannst du noch einen Schritt weiter gehen hier? Ich habe fast mal einen Kollegen abgeschossen. Echt nett von dir, dass du immer in den Kopf reinknallst. Ja, es geht mindestens schnell, ne? Aber warum die anderen nicht angegriffen haben, wäre ja auch nicht schlau draus. Betäuft mir hoffentlich nicht meine Truppen. Alles klar, Emil. Dem. Dem. Bam. So. Ivan, vier Truppen, wen? Zwei Bogenschützen, wieso? Danke, dass du uns geholfen hast. Schön, dass du da bist. Ich heiße Ivan. Immer wieder gerne geschehen. Du stehst tief in meiner Schuld. Das ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verbessern die Bogenschützen. Axtkämpfer, passt. Wupperstyler. Wenig Sach gekriegt. Prost. Diese Truppen zur Siedlung zu stellen, vielleicht nicht so klug. Ach. Danke, Wolke. Ich wollte gerade sagen, lass mich bitte rein. Lass mich bitte rein. Ich habe keine Lust, gegen die anderen da zu stehen. Die gehen weg. Flieht vor Zehners Trupp. Was ist denn da los? Ach, es war meine Armee. Es war meine Armee. Ich muss ja gar keine Angst haben. Das ist jetzt natürlich spannend. Ei! Die zählen mit, okay. Under my orders. Soldier, follow me. Wieso habe ich nur so wenig Truppen? Wieso habe ich nur so wenig Truppen?
Kann sein, dass meine Truppen erst nachkommen? Und dann bleibt hinten. Dann bleibt hinten. Ich glaube, meine Truppen kommen erst nach. Wenn ihr so blöd seid und reinlauft. Ich habe auf 1000 gestellt. Ich habe auf 1000 gestellt, Peter. Deswegen hatte ich mir, aber wir sind ja über 1000. Aber das ist so komplett meine Truppen raus sind. Nicht mal statistisch gesehen. Das ist, weiß ich. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es statistisch gesehen bei 800 gegen 400 100 von, weil ich nur 14 Truppen habe. Da sind meine schon statistisch gesehen am meisten raus. Eieiei, ich hätte immer gedacht, getroffen. Da war aber wieder. Immer noch? Ja, die kommen noch. Also haben wir denn noch welche? Ah, da hinten. Wie viel Lebensenergie habe ich noch? Nicht mehr so viel, ne? Soll ja auch einen Blick drauf halten. Sir Sakonda, ich wünsche dir guten Hunger. Welche Sorten sind es noch geworden? Was sind deine eigentlich? Ein bisschen auf meine Lebensenergie achten, das ist nicht mehr so viel. Ah, das wusste ich. Ah, blöder Fehler. Bisschen Konzentration. Null Truppen verloren. Dafür habe ich 20 erledigt. 20 von 400 finde ich eine gute Statistik. Hey Mauritius, bist du echt der König? Ich gar nicht. Ja, meine Truppen haben nicht trainiert, die haben ja nicht mitgemacht. Infanterie. Bogenschützen haben wir genug. Dim, 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 dim. So, gehen wir da rüber. Naja. Kenn ich. Mach ich aber aus, dann spielst du aber auch anders, Peter. Ne? Ach komm. Das ist ja auch die Art und Weise, wie man dann ein Spiel angeht. Wenn du weißt, dass du sterben kannst, bist du eher in der Kommandorolle. Dann bleibst du auch eher in der Kommandorolle. Könnt ihr mal aufhören? Ich wollte auch mitmachen! Fies hier. Wer dankt sich jetzt? Immer wieder gerne.
Rino wird müde. Rino schlafen gehen. Rino legt sich hin. Die anderen sind aber auch irgendwie so schlecht ausgestattet vom Level her. Komm jetzt rein. Schaffen Sie, die einzuholen? Das war dumm von denen. Hab ich Truppen? Ich lieber keine. Wir zerschlagen sie zuerst mit unserer Kavallerie und legen den Rest mit einem Folgeangriff. Alles klar! Da hat jemand eine Burg bekommen. Ja, bestimmt nicht ich. Wie viel Ansehen habe ich eigentlich? Den ganzen Schlachten, die ich jetzt mache. Kann ich ihn da daneben schießen? Oder nicht treffen, meine ich. Ach, das sind unsere. Ach, scheiße, das war ja gar nicht einer. Das war ja einer von denen. Ich dachte, das wären unsere alle. Jetzt werde ich. Ja. Pferde will ich eigentlich nicht mittreffen, das tut mir nur mal voll leid. Den habe ich gesehen, dass da noch einer von denen war. Danke. Jawohl. Ein Erz hat er mich. Nein, ach, das ärgert mich jedes Mal. Mann, ey. Ach, musst du einfach eine tolle Frau heiraten und der das abnehmen. So ist die auch eine gute Methode, um an diese Rüstung zu kommen. Wieder null Verluste. Fällt mir. Wen habe ich jetzt geholfen? Hab ja niemandem geholfen. Du schon wieder. Sag mal, du kannst aber auch nicht. Ich lass dich frei. Ja, der ist aber gern auf meiner Seite. Lässt sich gern von mir gefangen nehmen. Hat mich anscheinend sehr gern. Oder er weiß, dass ich ihn freilasse. So, kann man uns leisten. Ein Rieg. Rieg den Wal. Rieg ist immer gleich. Boah, aber genau auf Limit hier. Genau auf Limit. Du, ich kämpfe dich mit 500 gegen 500. So blöd bin ich nicht. Ich opfere nicht meine Truppen für deine Belagerung, ganz ehrlich. Kannst du deine eigenen Truppen gerne opfern. Und die anderen da mitmachen wollen gerne, aber ich nicht. Close enough. So,
So. Haben wir die schon mal? Wir sind mitten in der Stadt. Im Dorf. Ich weiß ja, dass die anderen hier mitkämpfen, deswegen gehe ich mit meinen Truppen hier hin. Wie viel habe ich wieder nur? Wo ist denn der Rest? Ich bin doch der Angreifer. Ah, da sind die alle. Wunderbar. Stay close. 70 Infanterieeinheiten, das war's. Ah, das war schon traurig. Komm ich da drüber? Na. Soldiers! Move! Ach, rein. Einfach rein. Es sind auch nur noch Rekruten oder was? Ja, das ist ein Haufen Rekruten. Das ist einfach ein Haufen Rekruten. Es tut mir ja so leid, ne? Aber einen habe ich zumindest. Aber mal kein Rekrut. Er hat sogar einen erledigt. Sorry, meine K-Taste hängt etwas. Bekommt bald Stammkundenrabatt. Ich bin zumindest ein Stammschlachter hier bei denen. Ivans Trupp, keinen gefällt mir. Die Gefangenen nehmen wir. Wer will überlaufen? Du, ich nehme ich. Wer will trainieren? Sehr gut, Bogenschütze. So, wie deine Lebensenergie regeneriert. Jetzt die Frage, gehen die gegen die 300? Müssten sie eigentlich, oder? Müsste ja eigentlich gut klappen. Oder sind die so stark? 236 Infanterie, wollte gerade sagen, die laufen weg. Schließen sich der Belagerung an. Das ist ja mal was. Genau gleich viel. Da kann man mitmachen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das heißt, die meisten Truppen kann ich nach hinten schicken. Das heißt, ich muss meine Truppen für diese Belagerung nicht opfern. Kann einfach nur... Ich mache ja sowieso mehr Schaden als alle anderen. Und trotzdem wird mein Trupp wahrscheinlich der Trupp sein, wenn ich alleine kämpfe, der mehr Schaden macht als alle anderen. Da kommt ein Boot an mit 67 Truppen. Sir Satanico! 666! Greift ihr auch mal an? Oder was ist euer Bestreben hier? Steht doch alles. Rein. Dankeschön für 39 Monate Unterstützung des Kanals. Habt ihr heute keine Lust mehr oder was? Jetzt aber. Du, die Balliste ist gleich im Arsch, wollte gerade sagen. Stimmt, ich baue nicht auf. 500 Gegner. Ich habe fast Full HP. Wer als erstes genau trifft und keinen Sub hat, kriegt einen Sub wieder von Rino geschenkt. Das ist doch mal ein Angebot. Schenke ich eigentlich denjenigen, die treffen, die schon Subs sind. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die mich hier leider abknallen. Pass immer auf, Dennis! Kopftreffen. Kopftreffen!
Kopf! Ich treffe einfach den Kopf nicht, aber ich meine. Langsam geht's. Aha. Na, ja, geht doch. Ah, leider ein bisschen drüber. Scheint haben sie mich nicht im Fokus, das gefällt mir. Ah, jetzt haben sie. Ja. Der ist mächtig mit seiner... Ma, 30 Schaden, obwohl Headshot. Das ist nicht viel. Natürlich, wenn ich mich auf die Starken konzentriere, aber ich kann mich auf die eher konzentrieren, wenn ich die Headshotte. 69 Schaden, nicht wo ich tot. Das ist ja mal was hier. Nochmal 69, dankeschön. Was ist denn hier los für eine große Bewegung? Nein! Mann. ...75 Schaden, er hatte noch keinen HP-Verlust. Jetzt haben wir's. Die Armbrustschützen da oben, die knallen natürlich jetzt rein. Ach. Das sind natürlich Bolzen, Bolzen, Bolzen. Wir müssen irgendwo Pfeile haben. Warum stellt ihr denn keine Ersatzpfeile hin? Das war knapp. Das war fast ein Katapult, was mich erwischt hat. Sind wir denn schon drin oben? Mal jetzt nicht rein, oder doch? Jetzt sind wir drin. Leute, drücken! Pressen! Drückt euch mal durch! Wir müssen da rein! Drücken, 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 drücken! Scheiße. Au, 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 au. Aua, scheiße, scheiße, scheiße. Das waren ja die Bogenschützen. Nein, 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 das waren ja die Bogenschützen auf der Seite. Ich bin so doof. Da waren die Bogenschützen auf der Seite. Und ich laufe auch noch hin. Ich sage nicht dahin. Und dann laufe ich dahin. Wie so ein Idiot. Herzlich willkommen, Rino, der schlechteste und dümmste Streamer aller Zeiten. Mindestens 17. Ah, Titanic ist fast dran. Mann, ey. Denk doch nach. Du läufst da erstmal weg. Ich dachte, jetzt kann ich das schön einfach mit wegsensen. Ja, war einfach dumm. Einfach dumm. Hätte ich ja vorher beantworten können, diese, die Frage.
das klappt oder nicht. Sind wir zumindest mal in der Stadt. Und die Stadt hat noch 80.000, das ist doch schön. So. So, jetzt zeigen wir mal, wenn wir gucken wollen, was wir behalten wollen. Das wollen wir alles nicht. Dann können wir Buff machen. Ich weiß nicht wieso, mache ich nie. Zack. Dann sehe ich auch immer so ein bisschen, was man hat. Haben wir irgendwas, was wertvoll ist, was ihr hier... Oh, Kühe. Zack, 139. Oh, Werkzeuge behalte ich lieber. Kommt zwar ein guter Preis. Oh, Hartholz! Ne, nehmen wir den Preis. Für den Preis nehmen wir das. Ach, wieder so viel Getreide, was ich nicht brauche, ne? Schups. Fisch ist einigermaßen gut zu verkaufen. Und der Irre. Ein Gauner, den brauche ich nicht. Haben wir trainiert. Oh, Zweihand. 20% Schaden mit Zweihandwaffen, wenn ihr weniger als 50% eurer Trefferpunkte verfügt, also immer. Oder 15% Schaden mit Zweihandwaffen, wenn ihr über 90% der Trefferpunkte verfügt. Ne, lieber wenn ich schwach bin, 20% mehr Schaden. Berserker! Strohbär, wie nie der Strohbär. Danke für den Follow und Exo, einen wunderschönen guten Abend. Ihr könnt beim Blocken mit Zweihandschwertern Projektile abwehren. Ist das, bin ich Darth Maul oder was? Vogt. Ich bin der Vogt. Das ist mein Leben. Karawane über. Wir warten hier. Was habt ihr jetzt vor? Belagert ihr zurück oder was? Ist die Armee noch drin? Ja. Jemand Punkt? Ach du. Maximale Geschwindigkeit plus 2%. Fokuspunkt. Davian Frostbart. Du bist mein Bogenschütze, richtig? Ein umrittener Bogenschütze. Dann gehen wir mal auf Bogen noch bei dir. Schlimm ist, dass ich das ganze Zeit den Leuten helfe, die gar nicht auf meiner Seite sind, aber mich dafür mindestens stärke. Wie sieht es im Clan-Rang aus? Ja, voll! Aber wir brauchen ja Clan-Rang 4 fürs Königreich. Das heißt, ich muss sowieso mich als Söldner bis Rang 4 hochgrinden. Sonst bringt mir das alles ja nicht. Sonst bringt mir das alles ja nichts. Und dann ist das gut, wenn ich mich bis dahin mit vielen Leuten gut gestellt habe, weil dann laufen die eventuell leichter über. Also nicht eventuell, dann laufen die leichter über. Muss nur gucken, was ich jetzt mache. Wo geht ihr denn hin? Ihr lauft einfach nur im Kreis. Habt ihr auch bessere Armeen oder größere Armeen? 262 irgendwie nicht. Oh, da hinten gehen die wahrscheinlich verteidigen. Würde ich jetzt mal spontan so vermuten. So, hast du wieder geschafft. Das Spiel wird wieder runtergeladen. Mit oder ohne Mod? Sag mal, Mauritius? Mauritius, nicht Mauritius. Ich mach das nicht alleine. Ich bin doch nicht blöd. Wie wär's denn dein... Ist es deins? Vatatzes, ne, wahrscheinlich nicht deins. Reist nach Venezia, warum? Habt ihr keinen Bock, euer Land zu verteidigen? Das würdet ihr schaffen, einfach euch zusammentun, rüberlaufen und Ende ist. Nur wie gegen... Ihr bleibt stehen, patrouilliert, ihr macht, reist nach Lu... Warum machen die nichts? Wollt ihr wieder belagern oder was?
Schlacht ist losgegangen. Was haben wir denn hier für Truppen drin? Langsam könnte man es auch alleine. Wenn ich es alleine mache, kriege ich ziemlich viel Lohn. Wenn ich es alleine mache, kriege ich ziemlich viel Lohn. Wenn der andere jetzt mit reinkommt, nicht so. Mit 96 Infanterie. Ich habe eine Fernkämpfer, aber 96 Infanterieeinheiten, ne? 96 Infanterie. Kavallerie, auch 24 ist gleich. Nur meine Fernkämpfer könnten es machen. Nee, nicht speichern und schauen, Peter. Wenn ich reingehe und verliere die Schlacht, habe ich die Schlacht verloren. Es ist zwar trotzdem ein Sicherheitssafe, falls irgendwas passieren sollte, was bugmäßiges in solchen Schlachten. Weil wenn du wo reingehst und länger diese Entscheidung hast, dann kannst du wieder zu dieser Entscheidung zurück. Oder kannst du die Schlacht nochmal starten, wenn es abbricht. Aber wenn ich mich entscheide, da reinzugehen gegen die 105, dann kämpfe ich auch gegen die 105. Ja, verzögern wir es mal raus. Ich würde jetzt gerne wissen, weitere Informationen alt. Nee, weitere Informationen auf den Gegner, bitte. 32 Rekruten, 34 Infanterie. Man muss auch mal Spaß haben. Was ist hier los? Wieso kann ich nicht? Oh, lass mich doch hinstellen. Oh, geil. Bogenschützen hoch. Wieso darf ich nicht aufstellen? Weg, 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 weg. Hey!
Eieieiei. Ja, Ernte wird eingeholt. Wunder dich nicht, wenn du keine gefangen machst. Reno spielt Axtpolo. Also der Berg kam uns echt gelegen, ne? Der Berg kam uns echt gelegen. Der Berg kam so gelegen, einfach die Schützen oben hinzustellen. Also wir hatten ja wirklich eine sauvorteilhafte Position. 5 Verluste. Das war schon... Und das alleine jetzt. Ich verfluche diesen Tag. Ihr habt gut gekämpft. Ich hab nichts gegen euch. Ihr dürft wirklich... Ich sollte mit allen ein gutes Feld... 89 Gefangene. Rekruten weg. Ihr rein. Passt. Also ich habe 89 Gefangene. 1900 Gold. Auch nicht schlecht, ne? Schwertkämpfer, Bogenschütze. Geht doch. Ich kann auch mit Steuerung alle machen, ich weiß. Das ist eine ordentlich... Also das hat sich gelohnt. Das hat sich definitiv gelohnt, würde ich sagen. Habe ich so ein Gefühl für. Ich fand die andere schöner, muss ich jetzt leider zugeben. Wo ist sie? Die ist nicht viel schlechter, die hat nur 17. Und sieht einfach passender aus für mich. Oh, wie lecker. Richtig lecker. So, da haben wir noch für Waffen. Na, das ist ordentlich, ne? Da ist mal alles. Rüber damit. Etwas im Blut gebadet und dick abgegriffen. Eine gute Schlacht. Und nur 5... If you please. Entschuldigung. Ich wollte nur mal ganz freundlich nach eurem Namen fragen. Wisst ihr noch, also ich weiß ja gar nicht. Die sieht auch so aus. Ich mach hier nichts. Also ich bin nur zu Besuch. Was machst du so, Reno? Also ich bin nur zu Besuch. Ich wollte meine Tante besuchen gehen. Hab aber gemerkt, irgendwas hat die Einfahrt blockiert, als ich... Wirklich, das ist die Helga. Die wohnt da. Ich hab Federn auf... Dui. Ich wollte nur mal gucken. Ich bin Ivan, ja. Ich hatte gehofft, es würde nicht zu einem Kampf kommen. Ergebt euch oder kämpft. Dann treffen wir uns auf dem Schlachtfeld. Also. Die guckt schon. Es tut mir echt leid. Also. On my orders! Komm, wir machen es mindestens fair, hä? Longs! Die kommt sogar angeritten! Ah, das muss man ihr mindestens lassen, ne? Richtig schön. Ich hab eine Adlige besiegt.
Was, wollen wir noch mal miteinander reden? Also ganz ehrlich, wer ist dafür, sie freizulassen? Da sind 100 Leute und die reitet rein und schlägt. Also das muss man eins, wir lassen die Dame frei. Eins, oder? Die lassen wir frei, also die kommt mir jetzt nicht in meinen... Die Dame, das hat sie sich verdient. Muss man ihr mal sagen, ne? Da, Mr. Thompson, nein, ey. Die lassen wir frei. Ab mit dem Kopf. Ah, ja, lassen wir frei. Finde ich gut. Lasst mich frei. Nun, dann gehabt euch erstmal wohl. Klasse. Die ist alleine mit einer Kuh, einer Schaf. Also du hast auch mindestens zwei Freunde mit. Ne? Ein Kuh, ein Schaf, ein bisschen Getreide, ein bisschen Fisch. Ah. Hey, ich hab eine ganze Stadt, eine ganze... Cash Day! 44 Einfluss! Geht doch! So muss das! Schon wieder die Pummeluff-Musik. Pummeluff! Ja, wirklich. Ich kann das nicht... Jedes Mal, wenn dieser Song kommt, ich freue mich, weil es einfach die Pummeluff-Musik ist. Dö, 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 dö. Pummeluff. Verhältniszuwachs gegenüber dem anderen Geschlecht. Jung und respektvoll. Nein, ich bin in meiner vollen Blüte. Oh, das ist gut. Einflusskosten, Rekrutierungsfeld von Stadt... Oh. Oh. Das holen wir uns. Nein, das ist Gaunerei, ne? Oder Handel ist das hier. Also, und mir fehlt nur 294, der komplette Fokus und alles. Ich weiß, der letzte Perk. Mensch, aber das, die haben aber echt viele verloren gegen die Verteidiger. Das war ziemlich doof, wie die da ran sind. Also bei dem Krieg müssen wir doch aber sowas von... Wollte gerade sagen. Das, so fühlt sich's auch irgendwie an. Aber die kämpfen ja nur mit Rekruten, der Ulbos. Also wenn sie es richtig machen, ist bald Ende. Flandia musst du bezahlen? Nee. 160... Oh, das ist die... Ja, die machen es auch gut. Ist noch im Krieg... Immer noch mit Kiew im Krieg? Hat Kiew überhaupt noch was? Wollte gerade sagen. Nicht wirklich. Vier Städtchen. Und die sind stark. Aber wie lange, was für lange Runden hast du, dass du so viele Söhne hast? Es dauert doch, bis die erwachsen sind. Schaffe ich nie überhaupt so weit zu kommen. 538. Okay, 9 Einfluss geht auch pro Tag verloren. Zumindest verdiene ich jetzt was. Ich muss schon wieder ums Eck. Alter, wie viel habe ich getrunken? Entschuldigung, was kommt denn das Alte da raus? Ich merke gerade nur, ich muss schon wieder... Was hast du denn für eine Riesenarmee? Nach Napoli zum Belagern. Wo ist denn... Ich weiß ja nicht, wie viel die von Kriegsführung verstehen. Wenn mein Land aber hier wäre, ich den Gegner angreife, wäre das nicht die erste Stadt, die ich versuche zu erobern. Also wir haben da, ich würde versuchen, ganz hinten die. Die können wir super halten. Fluchtweg abschneiden. Nicht die Frage, wie lange eine Runde geht, sondern wie viele Frauen man hat. Ich lasse immer erstmal meinen Sohn das Skin als Karawanenführer noch 2000 Hunden im Spiel. Ich mache da auch eine Excel-Tabelle und die Übersicht über meinen Familienclan. So lange schaffe ich nie. Ich glaube, wenn ich auch einen Welteroberungsrunner hatte, da hatte ich gerade mal Söhne, da waren die Welt schon meins. Aber das ist schon lange her. Jetzt ist das ja viel schwerer geworden mit den ganzen Rebellionen und alles. Das ist ja, wie gesagt, ich rede von ganze Karte erobern, rede ich von Early Access anfangen. Da ging das noch einigermaßen.
Da konntest du auch ziemlich lustig dir im Krieg, wenn du die Leute überzeugt hast, zu dir überzulaufen, haben sie die Städte mitgenommen. Wenn die da Simon verheizen, können wir oben mit 200 gewinnen. So, ich muss aber schon wieder eine Runde ums Eck. Meine Güte, ich habe ein bisschen viel getrunken. Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, wir müssen ja... Klar, Clan-Level müsste gestiegen sein. Ja, noch ein... Boah, das ist halt so heftig. Kann ein Königreich gründen. Dauert halt Clan-Level 4. Wir haben jetzt gerade 375 Ansehen. Das ist halt ein Ultra-Grind. Da brauchst du halt auch echt. Wie viel können wir jetzt an Truppen haben? 138. Okay, da können wir auch wieder einiges. Und ohne Lehen so eine Truppe zu halten, ich will aber kein Vasall werden. Ah. Was würdet ihr machen? Und wieder einen Monat rum. Ich weiß, aber... Lass mich doch niemanden unterordnen. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr vorgehen wird. Ich meine, sonst... Schlachten, Schlachten, Schlachten. Aber ja. Oder wen? Wo würden wir Vasallen? Aber... Dann sind wir Vasallen, um es dann wieder abzugeben, um es dann zu gründen. Da gucken wir einfach. Finde ich immer schwer hier. Bis in ein paar Sekunden. Ja, kassieren, aber da kann ich kein Königreich gründen. Die Rebellenburg kassieren, genau sowas will ich machen. Aber da kann ich immer noch mein Königreich nicht gründen. Dann habe ich sie, aber nicht mein Königreich. Wir sehen uns in ein paar Sekunden. Bis gleich.